Yo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 19. Karrieremodus mit dem 1. FC Kaiserslautern. Und wir spielen den 31. Spieltag. Und da geht es gegen den SC Freiburg. Das wird wieder ein richtig geiles Spiel, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da schauen wir uns doch mal die Tabelle an, wo Freiburg sich befindet. Ja, nee, ist klar, erster Tabelleplatz. Jeder Zuschauer, der jetzt hier regelmäßig bei mir reinschneit und sich die Spiele von mir anguckt, weiß Bescheid, ne? Entweder gewinne ich das oder ich gehe gnadenlos unter, ja. Zwischendrin unentschieden. Könnte auch passieren, aber ich glaube eher, hier gehe ich unter. Das hier die richtige Mammutaufgabe für mein Team. Von daher schauen wir uns mal die Tabelle unten an. Kaiserslautern. Man glaubt es gar nicht, nach dem letzten Unentschieden steht auf Platz 13. Ja, da haben wir gegen Paderborn gespielt. Ja, was willst du machen? Wir haben nur noch 4 Spieltage und da zählt jeder Punkt mittlerweile. Sonst kann ich die Klasse nicht halten. Weil, Dresden mit 27 Punkten ist gar nicht so weit weg. Ja, ein Sieg, durch Dresden und die Restmannschaft hier hinten dran. Und du verlierst, da bist du weg vom Fenster, bist schon wieder am 17. Tabelleplatz. Da schauen wir mal zu, dass wir hier jetzt Land gewinnen. Haben wir nochmal Post bekommen? Pressekonferenz. Ja, wir verunsichern den ersten Tabellenplatz. Jawohl, das machen wir doch ziemlich gern. So, Simulation weiterführen. Machen wir nochmal kurz stoppen. Können wir noch ein Training machen? So, jawohl. Training absolviert. Er durchwachsen wie immer. Und wir simulieren weiter. Und da bin ich mal gespannt. Das gibt auch noch ein Auswärtsspiel. Wir spielen auswärts in Freiburg. Ja. Man sieht es unten, wir sind wieder abgerutscht auf der 14. Tabelle. Platz. Da haben einige ihr Spiel noch nicht gehabt. Soll uns jetzt nicht jucken, wir müssen uns konzentrieren auf dieses Spiel und wir spielen ganz in Schwarz und ich würde sagen, ich wechsle mal kurz hier den Spalbes raus hier, da darf der Thielerin und den Pick lasse ich jetzt mal noch draußen. Hinold. Ist eigentlich. Nee. Ich lasse den jetzt zu mir drin. Der gefällt mir wesentlich besser irgendwie. Aber ich tue den erstmal raus. So gut. So werden wir in das Spiel gehen. Und drückt mir die Daumen, dass ich hier jetzt. Also mit dem Punkt wäre ich jetzt ehrlich gesagt echt zufrieden. Ja, wenn ich jetzt hier mit dem Punkt rausgehen würde, wäre das schon geil. So, wir gehen ins Spiel. Wir fackeln nicht lange rum. Kopf in, hier, Dings in Nacken. Nicht lang schnacken. Und es regnet in Strömen. Wie immer, in jedem Spiel regnet es irgendwie hier in FIFA 19. Und der SC Freiburg begrüßt uns hier in diesem schönen Stadion. Und wir gehen direkt rein in die Partie. War nicht lang rum. Los geht's. Der Gastgeber mit dem Anstoß zur ersten Hälfte. Kaiserslautern spielt in Schwarz von rechts nach links. Und bin gespannt, wie man das hier hinkriegt jetzt. Schöner Ballgewinn durch Albeck. Schaut am Ball nochmal zu Albeck. Ja, die Freiburger, die stehen ganz gut in. Jetzt spielen sie, jawohl. Ah, schade. Das war nicht so schlecht gemacht jetzt. Allerdings kann er den Spieler nicht erreichen hier. Ah, schade. Ball abgeprallt, Ballverlust. Aber Kaiserslautern macht das ganz gut in der Anfangsminute. Sehr schön. Jetzt vielleicht mal Abschuss aus etwas längerer Entfernung. Allerdings geht das Ding weit rüber. Ja, da hat er dann doch zu viel gewollt. Ihr merkt es gerade, ich nehme am helllichten Tag auf, weil ich habe sturmfrei.
ist das Licht etwas anders da von der Seite, weil hier Tageslicht reinscheint. Ich hoffe, es macht nicht viel aus mit der Facecam. Ist ja egal. Mein Fress will eh keiner sehen. So, weiter geht's. Kaiserslautern versucht den Ball zu erobern im Mittelfeld. Er kriegt das nicht auf die Kette. Freiburg spielt das ganz gut. Alter. Kommt da nicht mehr näher. Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Nachschuss! Drüber! Glück gehabt! 15. Spielminute, riesige Chance für Freiburg hier, den Führungstreffer zu erzielen. Der Ball geht leicht drüber über den Winkel. Da hätte Fristel keine Chance mehr gehabt. Ja, man sieht's, der geht gleich drauf hier. Müssen wir weiter Abschlag machen. Und hoffe, dass wir im Mittelfeld das Ding kriegen. Natürlich nicht. Ballgewinn wieder durch Freiburg. Schön aufgepasst durch Özdemir. Özdemir gefällt ganz gut hier in der Karriere. Oh, Vorsicht! Böser Fehler! Böser Fehler! Glück für den FCK! In der 19. Spielminute. Abspielfehler durch Fristel. Oh, das hätte können böse ausgehen. Dunderkeil mal. Konzentriert euch doch mal jetzt, ey. Alter. Komm, ich spiel's. Sonst ist der Ball eh wieder weg. Schön. Ja, kommt, da lauft er mal durch. Hat er keine Anspielstation gefunden. Schön gemacht. Nochmal der Ball. Ja, schön. In den Lauf gespielt von Albeck. Albeck schießt, aber prallt am Gegenspieler ab. Ach, der doof. Vorsicht, Konterchance 4, Freiburg. Aber Bachmann passt schön auf. Verliert den Ball aber erneut. Oh, 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 oh. Obacht, gebe. Schön, Özdemir. Dazwischen. Kaiserslautern über Bergmann. Schad. Özdemir. Nochmal Schad. Boah. Glück für den FCK, dass er den Ball hier jetzt verliert im Mittelfeld. Wir finden keine Anspielstation. Irgendwie. Ach, Kerl. Wieder so ungenaues Passspielverhalten. Der Lautra. Mobacht, aber ich krieg sonst hier keinen Ball. Da kommen wir nicht, da kommen wir immer zu spät. Können wir mal was wir wollen? Ja. Und da ist der Ball schon wieder weg. Im Aus. Und es gibt Abstoß für den ersten FC Kaiserslautern in der 36. Spielminute. Wurde auch abseits angezeigt. Das drücken wir schnell wieder weg, dass wir keine Hudel kriegen mit der Liga. Weiter Abschlag. Kaiserslautern bleibt im Ballbesitz. Schön. Ach, schade. Habe ich zu spät gesehen, dass er unten durchläuft. Dann ist der Ball natürlich gleich wieder weg. Ach, schade. Schön aufgepasst. Sehr schön. Und Spielsim. Ach, da ist er. Da ist ein Gegenspieler dazwischen, das ärgert mich. Komm, ey. Und da ist er durch. Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Nein! Fristel! Sehr schön. Und da ist die erste Hälfte vorbei. Wir liegen nicht zurück in Freiburg. Das ist schon mal viel wert. Gegen den Tabellenersten spielen wir doch eine recht passable Partie. Und ja, freue mich schon auf die zweite Hälfte. Ich glaube, wir wechseln mal aus. Wir machen doch hier mal jetzt mal einen Wechsel. Halbzeitergebnisse. Magdeburg führt zu Hause gegen Duisburg. Das ist schlecht für uns. Mit 1:0. Sandhausen liegt zurück gegen Darmstadt mit 0:1. Uiuiuiui. Dilrosun ist total fertig auf der linken Seite. Aber jetzt habe ich den Esmeleve rausgesetzt auf die... Scheiße. Kann man den nicht mehr rinmachen? Ich hole jetzt mal Pik rin. Kann der Pik links spielen?
komm, ich lasse mal links spielen. Ich mache jetzt mal was. Ich experimentiere mal hier gegen den Tabellenführer. Die gesagt, ziemlich angeschlagen. Ja gut, ich lasse es so. Wir gehen in die zweite Hälfte. Pick darf rein für Dilrosun. Weil Dilrosun ist doch recht angeschlagen, ist ziemlich fertig. Bergmann. Albeck. Schön. Pick. Komm, ey. Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, das war doch ein Foul. Meine Fresse. Sollen wir es direkt versuchen? Wir versuchen es mal direkt. Abgeprallt, schade. Nicht über die Mauer gekommen. Das ist der Schussversuch, aber der war zu schwach. Ah, der spielt natürlich da dran vorbei. Kaiserslautern kriegt keinen Zugriff auf den Gegenspieler. Jetzt ist er durch. Müssen wir aufpassen. Vorsicht! Vorsicht! Früchtel hatten! Früchtel, weiter Abwurf zu Pick. Der verliert wieder den Ball. Ach komm, her darauf. Reißt euch mal zusammen jetzt. Alter! Schön aufgepasst! Mein Gott, wir kriegen den Ball nicht einfach mal gespielt hier. Kaiserslautern kommt wieder in Nöten. Komm, Früchtel, hol den. So, was tun? Kaiserslautern kommt mehr unter Druck hier. Schön. Schön gespielt. Aber das nützt alles nichts. Jetzt vielleicht nur Schussversuch. Ah, schade. Ja, jetzt kommen wir so. Eckball. Ich glaube, die erste Ecke für den ersten FC Kaiserslautern in der 66. Spielminute dieser Partie. Oder was ist der zweite? Ich glaube, es ist der zweite Eckball. Nochmal, die Flanke kommt nochmal rein. Aber findet erneut keinen Abnehmer. Jetzt ist auch keiner mehr im 16-Meter-Raum. Das ist doch nicht zum Glauben. Jetzt vielleicht mal. Ach, schade. Jetzt die Konterchance für die Freiburger. Müssen wir Obacht geben. Aber die brauchen zu lang. Die brauchen zu lang. Konterchance vorbei. Kaiserslautern wieder in der Rückwärtsbewegung. Obacht, Obacht. Ball ist wieder in der eigenen Reihe. Sehr schön. Ach komm, dann lauf doch mit. Schön aufgepasst. Spiel's ihm doch oben. Flanke, aber da läuft er nicht mit, da bleibt er stehen. Warum bleibst du dann stehen, Mann? Nochmal schön aufgepasst. Freiburg jetzt ein bisschen unter Druck in der eigenen Hälfte. Müsste aber trotzdem Obacht geben, dass wir uns keinen Konter fangen. Schön, Pick passt auf. Alle waren aus, gibt einmal für Nürnberg in der 86. Spielminute. Und Nürnberg wechselt aus. Ach, Nürnberg wechselt aus. Ha, Nürnberg, Freiburg wechselt aus, sorry. Jetzt war ich aber total falsch hier. Nürnberg wechselt aus. Oje, oje. Es ist schon soweit. Einwurf ausgeführt. Obacht geben. Obacht. Da verliert er den Ball. Vorsicht, Frischladen. Wann nochmal nach vorne kommen, ich weiß es nicht. Ja, schön gemacht. Schön, ach, da wollte ich gerade spielen. Schade. Vorsicht, Kaiserslautern. Wieder in der Rückwärtsbewegung. Nachspielzeit läuft schon.
Freiburg hat den Ball. Und da ist es aus. Kaiserslautern kann in Freiburg einen Punkt holen gegen den Tabellenführer. Und ehrlich gesagt, ich bin damit zufrieden. Das kann man lassen. Und wir müssen jetzt die Punkte gegen andere Mannschaften holen, damit wir jetzt noch unsicher rauskommen aus dem Keller. Wir haben ja noch 3 Spiele Zeit. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, sage ich Tschüss, euer Chris. Macht's gut.